Willkommen zurück bei F1 2016. Ich gebe euch mal einen Tipp. Fahrt in Monaco. Kein Qualifying auf der Ultrasoft. Mir ist in der ersten Runde der Reifen geplatzt. Ich habe keine Ahnung, warum, weswegen. Auf jeden Fall werde ich von ganz hinten starten. Nochmal die Streckenpräsentation. Ich wünsche viel Spaß dabei. Wir haben schnellere Autos, wir haben größere Strecken und wir haben top ausgebildete und immer wieder neue Fahrer, die dem Rennsport ihr ganzes Leben widmen. Aber immer noch kommen wir hierher zurück und immer noch ist das hier der begehrteste Sieg des Jahres. Und immer noch freuen wir uns auf den großen Preis von Monaco. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Doch die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Es sei Daniel Ricciardo 2015. 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Und wenn damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Über den Start und die Sainte-Route nachdenken, frage ich mich, Stefan, ob wir heute die eine oder andere Safety-Car-Phase zu sehen bekommen. Nun, du würdest auf jeden Fall nicht dagegen sein. Die Ferraris werden auf jeden Fall immer stärker, wie es aussieht. Ziemlich wahrscheinlich. 80% aller großen Preise von Monaco haben mindestens eine Safety-Car-Phase. Und das trotz der unglaublichen Arbeit der Ordner hier, die Autos häufig. Ich glaube, heute wird es sich noch eine geben. Aus dem Weg räumen. Trotzdem werden sich die Teams auf den schlimmsten Fall vorbereiten und sämtliche Sicherheitsphasen in ihre Strategien mit einbeziehen. Keine Heldentaten in der Sainte-Route, bitte. Wir sind mitten im Getümmel. Lass uns in einem Stück da durchkommen. Gut, dann schauen wir uns die hat er schön gesagt, hat er Sebastian schön gesagt. Das wird eh nicht passieren, das wird eh das reinste Chaos werden. Vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Ich sag ja, die Ferraris werden langsam. Wie folgt aus. Hamilton, Rossberg, die machen den Mercedes ganz schön Druck. Und Verstappen. Bottas, Quert, Massa und Fernando Alonso. Button, Sainz Jr., Romain Grosjean und Perez. Hülkenberg, Wehrlein, Esteban Gutierrez und Marcus Ericsson. Nasser und Magnussen. Jolyon Palmer und ein Männer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Schalten wir zur Strecke. Kann ich noch an meiner Rennstrategie was ändern? Nein, kann ich nicht. Mindestens regnet es schon mal nicht. Das ist ja schon mal eine Menge. Zum ersten Mal Ultrasoft. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten. Wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Ja, diese Ultrasoft-Reifen werde ich auch wärmen. Und ich werde jetzt hier so Safety fahren. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil ich habe mir vorgenommen anzukommen. Mich wundert, dass beide Renault so schlecht sind. Nein, sind die Reifen natürlich wieder kalt vorne. Ist ja klar. Ein Unfall in der Einführungsrunde. Das Rennen fängt gut an. Und ich rechne mit keine Punkte. Ich werde auch den Teufel tun und gleich angreifen. Boah, ey. Also die war schon immer schwer zu fahren bei Codemasters, diese Strecke, ne? Aber hier bei 2016 finde ich es extrem schwer.
Vor allem, weil die Lenkung so, so sensibel ist. Oh Gott, ich wollte schon sagen, stehst du komisch? Ne, jetzt stehe ich richtig. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer... Ja, fahrt ihr mal. Ich stech da nicht rein. Den Teufel würde ich tun. Oh, da liegen schon Teile. Ich hab schon selbst mit mir zu kämpfen, ey. Ja, geil! Das gibt's doch nicht! Ach komm, und jetzt sind sie weg, oder was? Letzte Runde kann er gerne haben, geht die gar nicht. Ganz ehrlich, diese Typen, die doch da die Schilder raushalten auf Start und Ziel, ne? Die kriegt man gar nicht mit, man sieht doch gar nicht, was da drauf steht. Ich weiß gerade nicht, wo man hier oben rum und rüber starten könnte. Immerhin, schon zwei Runden und noch keine Safety-Car-Phase. Bin beeindruckt. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Aber dieser Teil da nach Start und Ziel wird auf der Strecke, dieser gefällt mir nicht. Boah, ihr könnt es aber auch sehen, ich komme nicht in Schlagdistanz, das ist der Wahnsinn. Boah, ich krieg diesen Kurven. Ja, oh. Balala. Aber ist schon mal schön, damit der Wagen ein bisschen mehr aushält, weil ich bin von den realistischen runtergegangen. Man muss nur wissen, wie man mit den Reifen in die Wand schlagen muss. Nicht immer mit der Innenseite, dann, wenn man nämlich mit der Frontspitze reinschlägt, verliert man den Reifen.
Wenn man mit der Innenseite nur touchiert, dann bleibt er nämlich dran. Ich bin schon voll auf der Bremse und ich krieg diese Kurve einfach nicht. Das war ein bisschen hart. Ja, ich habe einfach nur versucht anzugreifen, aber... Ey, Hut ab. Das ist... Also F1 2016 ist schon ziemlich schwer. Naja, ich mach mal Plan A weiter. Ich muss eh den Flügel wechseln. Ich bin eh jetzt Zeit, ich hab eh nichts zu verlieren. Ich möchte einfach noch ankommen. Aber ohne Reifenplatzer. Das war auch geil. Im letzten Rennen habe ich zum Schluss auf den Reifenplatzer gehabt. Und direkt in der nächsten Quali, wirklich in der ersten Kurve, ich habe nicht die Wand touchiert. Und auf einmal, pum! Platzt mir der Reifen. Einen aktuellen durchziehen. Wird jetzt aber jetzt gleich an der Box. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Oh, da lagen schon wieder Teile. Finde ich auch krass, ne? Damit man hier fast wirklich bei null ist. Das gibt es nirgendwo auf keiner anderen Strecke. So eine langsame Kurve. Ah, das Flügel wird eh gewechselt. Ne, jetzt schnell rein. Dein linker Hinterreifen hat einen Platten. Da war halt schon wieder. Halleluja, was sind das für Reifen? Die kann es ja in eine Tonne kloppen. Wir runden und dann müssen die runter. Nur niemals, ey. Wunder, nämlich 6 damit geschafft hat. Oh, wann gibt mich das Spiel wieder frei hier? Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Finde ich eigentlich sehr schade, wenn das Spiel es so spät freigibt. Aber auf einer Art auch besser. Ne? Boxlinie überfahren, Zeitstrafe, Stop and Go und sowas. Ihr kennt das ja. Was habe ich 13 Runden mit den Reifen? Das wüsste ich doch, oder? Wenn ich schon 6 geschafft habe mit dem Ultrasoft.
Boah, ey. Die Sache, ich hab mir mit mir zu. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich hab schon wieder einen Reifenplatzer. Das kann doch nicht sein. Reifenplatzer Nummer 3 am Wochenende. Das gibt's doch nicht. Boah. Was ist denn hier los? Ich muss einmal eine E-Zigarette ziehen, tut mir leid, meine Nerven. Das ist ja der Wahnsinn. Da bist du ja. Fertig, los jetzt! Die haben schon überrundet! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Das war jetzt mein Verschulden, aber. Das kann doch nie sein, oder? Ah, oh. Komm! Safety Car! Ja, gib mir nur einen! Jawohl! Könnt ihr nicht sehen, aber ich versuche doch wieder. Gerade zu fahren, ne? Ihr kriegt auch keine Anweisung, pass auf! Da steht ein langsames Auto! Oh mein Gott, was eine Rennen! Huhuhuhuhu! Ja, aber komm, weiter so. Das kann es in der Boxengasse. Wenn wir noch 10 Autos machen, dann bin ich in den Punkte. Ich war schon extra nicht auf der Ideallinie. Ja, blaue Flaggen, ihr seht. Und fahrt vorbei. Nein, ich wollte die nicht abschießen. Kommt ihr da drauf? Und nochmal Reifen wechseln. Ja, meine Reifensätze sind ja aufgebraucht. Das ist jetzt Reifensatz Nummer 3. Ich wollte schon sagen, ey, nimm mir die. Und warum? Los, los, los! Hab ich keine mehr? Muss ich jetzt mal suchen? Mit Ultrasoft zu Ende fahren? Oh mein Gott. Ich hab nur. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Zwei Reifenplatzer durch die Reifen. Ein Reifenplatzer selbst verschuldet. In der Qualifying in der ersten Kurve ein Reifenplatzer. Also, die sollten schon fürs nächste Jahr, sollten sie sich schon hier was überdenken für das Game. Weil ich sag mal, mit einem guten Auto wirst du wahrscheinlich den Grand Prix hier gewinnen. Den richtigen Reifen. Vielleicht hätte man was auf Soft fahren sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Ah. Mal gucken, welche Reifen wir noch haben.
nur noch einen Satz auf Reifen. Also weichen Satz. Na ja, gucken wir mal, wie lange die Reifen halten. Fährt noch? Es gibt echt noch einen, der hat sich hinter mir eingerollt. What the fuck? Hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Ich muss aber auch sagen, so schlecht sah ich aber auch noch nie in Monaco aus. Also ein bisschen besser war ich normalerweise schon. Boah, das ist auch... Guckt euch diesen Bremsweg an, das ist der Wahnsinn. Obwohl ich früh genug gebremst habe. Das slidet man ja nur durch die Kurve. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder fährt man jetzt so wie ich, mit ein bisschen Tempo, und hofft darauf, damit man irgendwie so sich im Rennen halten kann, oder man bremst schon total früher, verliert total viel Zeit, kann überhaupt nicht im Rennen mithalten, eigentlich egal, kommt beides das gleiche drauf aus. Mein Gott. Ich hab den Linksschub gehabt. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Ich hab schon eine. Und ganz ehrlich, ich hab trainiert, ne? Ich hab alle drei Trainingstage durchgefahren. Aber es bringt nichts. Sind ja nur noch 8 Runden. Dann kümmern wir uns bei der nächsten Strecke noch mehr vorbereiten oder besser vorbereiten. Boah. Ja, ist mir jetzt. Ist mir jetzt gerade auch egal. Sechs plus drei macht 9, verrechnen kann. Ich bin mit den Schildern, die sind die geilsten. Ich habe die aber auch noch nie, ne, die nimmt man nur noch hier so richtig wahr. Ich habe die noch nicht so richtig wahrgenommen auf den anderen Strecken. Ist auf jeden Fall ein cooles Detail. Aber diesen Berg im Hintergrund, den hätten sie auch ein bisschen, ne? Das sieht ja aus wie ein hingekappter Scheißhaufen. Genau wie da links die Schiffe. Jetzt das Schiff, was auf der linken Seite ist, das ist eigentlich schon, ne, einigermaßen, merkt man, damit der Qualität dran hängt. Also gut modelliert. Und ich glaube, die anderen, da war nur eine Textur oder so. Blaue Flagge, mach den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen.
Oh, tut mir da leid. Scheiße. Das war nicht mit Absicht. Red und ich weiß, ich mag Hamilton nicht. Ich hasse ihn. Junge, ich bin eh schon voll mit Strafen. Wenn er nicht schafft, mich zu überholen. Komm, sind wir mal ein bisschen assi. Ich habe eh nichts zu verlieren. Oh, der wird mich hassen. Der wird mich gleich abschießen. Ich werde nämlich den Teufel tun und Platz machen. Es könnte aber mal eine Safety Car rauskommen, damit sie einmal die Strecke sauber machen könnten. Stop and go! Weil ich ihn nicht vorbeilasse. Jawohl! Oh, bremse ich euch aus. Hamilton, jetzt weißt du, was du mit mir mal angestellt hast in den ersten Rennen. Jetzt. Oh, jetzt aufpassen, ne? Hab ich das nicht gesagt? Hab ich das nicht gesagt? Fahr. Fahr, mega Unfall hier. Dann soll Vettel gewinnen. Boah, ey. Wer ist denn jetzt? Raikön. Ah, Raikön ist eigentlich cooler als Vettel. Vettel mag ihn nicht. Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Noch 5 Runden. Ja, die werde ich aber schaffen mit den Reifen. Ach ja, erstmal 5 Runden Stop and Go. Ich habe eine Errungenschaft. Misch die Materie. Einmal alle Mischung an einem Rennwochenende gefahren. Jawohl. Und raus. Wer kommt da nach mir raus? Ah, Belgier ist ja niemand, die Ära 20 überrunden. Aber wo so Massenkrisch gerade schon wieder war, war wieder keine Safety Car draußen. Was ist denn da los? Nur niemals eine virtuelle Safety Car. Auf jeden Fall ist Hamilton jetzt ziemlich weit nach hinten gefallen. Tut mir da leid. Mal gar nicht. Oh, was ist denn hier los? Ah. Ah, das macht den Braten nicht.
No. Blaue Flagge, mach dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Warte mal, ich habe doch zweimal eine Stop and Go, ne? Ach, mein lieber Hamilton. Wasser, ich verschaffe dir ein bisschen Zeit. Hamilton, fahr vorbei! Wo war er denn? Ah, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Da fahre ich schon so zur Seite. Ups. Ups. Okay, schwarze Flagge, schwarze Flagge. Wir sind aus dem Rennen. Warum? 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 Da war ein Überholmanöver, der hat dadurch einen Unfall gebaut und ich krieg dafür einen reingedrückt. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Das kann doch nicht sein. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände... Der Schlüssel zu diesem Erfolg war der Mania-Fahrer. ...der Strecke einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen... Also ganz ehrlich, Monaco macht keinen Spaß bei F1 2016, aber absolut nicht. Normalerweise ist die Strecke sehr, sehr anspruchsvoll und die macht auch wirklich Spaß zu fahren, aber bei F1 2016 absolut nicht. Oh, es gibt mal eine andere Animation. Vor den Autos. What? Ist in zweiter und dritter geworden, das sieht man gar nicht. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Ricardo! Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Wie ist der denn da hingekommen? Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Sebastian Vettel, er war heute eine Mein Teamkollege hat einen Punkt geholt. Mein Teamkollege hat einen Punkt geholt. Wir haben heute einen Ich fange an zu holen. Des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil Zwei sind ausgeschieden und einer hat einen Disco. Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. Ja, das nächste Rennen kann ich euch versprechen, wird auf jeden Fall besser. Bei Monaco, ihr habt's gesehen. Auch wenn ihr jetzt selber fahren werdet bei F1 2016, das ist ja der Wahnsinn. Also geht auf jeden Fall nicht mit guten Hoffnungen in dieses Rennen rein. Ach, mein Gott. Naja, das war der Monaco Grand Prix. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Rennen. Euer Captain Minion. Goodbye.